Ich habe nicht drüber nachgedacht, mir das Leben zu nehmen. Das hatte ich nie, diese Gedanken. Aber für mich war klar, ich kann nicht mehr. Ich wusste ja gar nicht, dass es Möglichkeiten gibt. Also das heißt, wenn man dich damals gesehen hätte, hätte man dich für einen Jungen gehalten? Ja, absolut. Du hättest gesagt, ich bin ein kleiner Junge. Ich bin auch irgendwann gar nicht mehr ins Freibad gegangen, ne? Weil die Mädels haben geguckt und da wäre ich im Boden am liebsten versunken. Stell dir einfach mal vor, du bist in einem Raum. Du kannst rausgucken, du siehst die Welt draußen, du nimmst irgendwo teil, aber nicht richtig. Und jetzt kannst du entscheiden, bleibst du in dem Raum und schaust weiter nur zu? Oder gehst du den Schritt, gehst du durch diese Tür? Als ich mich entschieden habe, diesen Weg zu gehen, habe ich mich verhalten wie so ein kleines Mädchen, was ich ja nicht sein wollte. Und alle mussten das sofort verstehen und alle mussten mich sofort Ben nennen. Dabei habe ich aber vergessen, dass die Leute mich 23 Jahre lang Yvonne genannt haben. Also wie haben denn deine Eltern reagiert? Also ich habe geheult, als ich ihr das erzählt habe. Meine Mama hat direkt mitgeweint. Und dann habe ich auch gesagt, direkt am gleichen Abend, wir müssen es Papa sagen. In dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, war für mich klar, okay, jetzt ganz oder gar nicht. Ich hatte in 2 Jahren knapp 11 OPs. Und hätte ich da nicht meine Familie und auch meine Freunde gehabt. Und was mir halt unheimlich geholfen hat, schon immer, heute wie damals, war halt Sport. Das ist mein Ventil. Heute baue ich da meinen Stress ab und damals konnte ich das genauso. Ich habe mich ganz lange gefragt, warum ich? Warum passiert mir das? Und ich habe mir halt damals gesagt, es ist mir jetzt völlig egal. Du musst dich bekennen, du musst dazu stehen, was du wirklich bist. Hast du es eine Sekunde mal bereut? Nicht eine. Ich fühle mich heute, als wäre ich angekommen. Ich bin einfach ich.